dann holen wir uns mal einen Barkeeper. Fünf Sprünge. Nee. Komm, wir springen zuerst im Texas. Für Richter. Weil dann... Weil ich habe im Moment auch den Bergbaulaser draufgebaut. Und wenn ich jetzt fünf Sprünge abhaue... Dann sollte man ihn auch mal nutzen. Things are pretty quiet around here. Maybe too quiet. Destination reached. Resources detected. Ja. Die Systeme haben alle ja, so ein bisschen Cowboy-orientierte Namen aus den USA. Und hier wird überall erst geschossen und dann gefragt. Obwohl, du kannst auch kommunizieren mit den anderen und kannst sagen, bitte erschießt mich nicht. Ich gebe dir meine Waren oder was auch immer. Und viele lassen sich darauf auch ein, aber ich habe das noch nie gebraucht. Normalerweise ist das so ein Rettungsanker für, falls dir was Schlimmes passiert. Das Spiel braucht eigentlich einen Ironman-Modus. Das wäre heftig. Lass mich raten, der letzte ist tot. Ne, da ist doch noch ein Foss. Looks like we're in the clear. Resources detected. Also das Ding will mich ein bisschen verarschen. Gehen wir zu den Dicken da drüben. Du.
detected. Shit. Oh, müssen nicht alle Asteroiden ein wenig drehen? Resources detected. Boah, ich denke schon, dass die wie bei dem einen Asteroiden so einen Fleck irgendwo haben und da sind die Ressourcen drin. Da. Ich glaube, man sollte eher kleine Asteroiden anfliegen. Da muss man nicht so lange suchen, bis man den Spot findet. Nächstes Mal kaufe ich alles ein. Moment. Ach so, da muss ich das dann hinbringen. Da hockt ja der Richter drauf. Jetzt überlege ich gerade, ob ein Turm von dem... Du kannst ja auf dem Transportschiff einen Turm haben. Ob der, der Sache behilflich wäre. Also, dass der automatisch anzielt. Beziehungsweise anvisiert. Übrigens total lästig, dass du die Asteroiden nicht anvisieren kannst. Hier haben wir, glaube ich, auch nur Eisenerz. Also Optadion brauchen wir ja gar nicht. Vielleicht sollte ich mir das doch einkaufen einfach. Da haben zum Beispiel Golderz im Angebot. Das geht 10-mal schneller, als wenn ich das jetzt hier abbaue. Das bin ich echt zu mühselig gerade. There we go. Autopilot disengaged by craft proximity. Destination reached. Destination reached. Craft inbound. Bounty detected. Verdammt! Ich habe ja eine Mission hier.
detected. Autopilot disengaged by craft proximity. Destination reached. Clearance granted. Ich glaube, ich wollte eigentlich den Coyote fertig zusammenbasteln, aber wir können es bei ihm bei der Ausrüstung den Bergbaulaser weghauen. Tja, und jetzt kommt das Schwierige, nämlich Keramik zu finden. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich irgendwann mal Keramik irgendwo gesehen habe. Hobbystation Kansas Biola Raffinerie. Da ist eine Whisky Distillery. Da können wir wahrscheinlich den Whisky kaufen, den wir brauchen. Elektronik, Maschinenladen, unseriöse Pfandleihe. Nicht Nachfrage, zeig mir das andere Angebot. Kunst. Ach so, ich muss im System dann auch noch durch die unterschiedlichen Dinger gehen. Ja, da war Stahl und Keramik in der Raffinerie. Also muss ich nur nach Kansas rüber. Gucken wir mal, ob es noch Minenarbeiter gibt, die wir beschützen müssen. My my, look what we have here. Hostile craft inbound. Die Minenarbeiter haben wieder nichts Besseres zu tun, als durch das Minenfeld zu fliegen. I can't get these bastards off my ass. Some neighborly help sure would be appreciated. Bounty received. Shit. Bounty detected.
detected. Mach eben kaputt. Das solltest du nicht überleben. Schönen guten Tag, Jolle Power im Chat. I seem to be in a bit of trouble. I sure could use your help. Aber immer noch 10-mal besser als Starpoint Gemini 3 im Moment. Ach, da muss ich mir nachher mal die Reviews angucken, wie die da sind. Yes. Come on, Juno. Looks like we're in the clear. Bounty detected. Auf nach Kansas, war nirgendwo so schöner. Pilot disengaged by craft proximity. Oh, ich bin so rechtschaffend. Rechtschaffender geht nicht mehr. Destination reached. Ah, ich sehe gerade, ich muss die Coins-Grafik nochmal anpassen im Twitch-Stream. Die ist nicht optimal. So. Ich hoffe, ihr habt viel Keramik vor Ort. Ansonsten möchte ich eure Basis zerstören. Das habe ich doch gar nicht versucht. Hallo, Hop Wingman. Disengaged by craft proximity. Destination reached. Have you always dreamed of docking request for? Yes, friends and neighbors. Und es reicht. Und zurück zum Richter. Ach, ist jetzt heute nicht so spannend. Hallo Papa Schlumpf. Haben wir aber auch schon lange nicht mehr gesehen, dich. So. Düt. Nein, unterbrecht meinen Flug nicht. Ich möchte mit keinem hier in Kontakt kommen. Das kostet nur unnötig Zeit. Someday this thing is just gonna shake itself apart. Destination reached. Docking request received. Hallo David und danke für den Follow. Oh. So, Richter. Da war der Link falsch.
Welcome back. Ah ne, ich habe aus Versehen Richter wieder aktiviert, das Kumpel, der mit mir mitfliegt. Okay, let me know when you got everything. Ich hab doch alles für dich. Welcome back. Are we all set? Got to surrender. That ought to do it, Richter. You know, Juno, you ought to think about going into business with me. You're a natural. I've already gone straight once. It didn't take. Well, let me know if you change your mind. Anyhow, I've wired those credits over. You take care now. Das war's. Maler braucht wieder mal Hilfe. Grellwhisky. 10 Kisten, das war mein gesamter Laderaum. Ich hätte vorhin gucken können wenigstens, ob die den Whisky überhaupt haben, aber es ist eine Destillerie, also Distille, sagt man, oder? Dodge Patrol hier. Die werden ja wohl Alkohol da rausholen. Do not deviate from your flight path. Contraband scan complete. Move along. Der Tag der Transportmission. Just what I needed. A gaggle of shitheads. Autopilot disengaged by craft proximity. Ja, fahr ich, flieg einfach dran vorbei. Kämpft doch in Scheiß alleine. Juno, my dear. I was wondering if you might be willing to assist me with a little problem. A little problem? Surely nothing dangerous. A bit of investigative work.